Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für uns Christdemokraten ist es ein Herzensanliegen, das Klima zu schützen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Und wir werden und wir wollen alles daran setzen, unseren Kindern diese Welt ein Stück besser zu hinterlassen, als wir sie vorfinden. Jetzt hat die AfD hier einen Antrag eingebracht. Sie sagen Nein zu dem marktwirtschaftlichen Instrument einer CO2-Bepreisung. Sie bieten darüber hinaus in Ihren Anträgen null Alternativen, und Sie sagen damit Nein zum Klimaschutz. Man stelle sich nur einmal vor, diese Position würde sich hier in Deutschland und noch schlimmer in der ganzen Welt durchsetzen. Dann, meine Damen und Herren, wird mir um die Zukunft meiner und unserer Kinder Angst und Bange. Was ist der Weg, aber den die Ampelparteien seit 2 Jahren hier einschlagen? Sie setzen immer wieder auf kleinteilige, auf bürokratische Vorgaben, die die Menschen, die Unternehmen, die ihnen etwas vorschreiben, die dazu führen, dass die Preise steigen, und hinterher versuchen sie, diese Preise wieder zu subventionieren. Das ist volkswirtschaftlich gesehen mindestens fragwürdig. Wofür stehen wir? Was ist der Weg der Union? Wir stehen dafür, Wirtschaft und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Wir stehen für marktwirtschaftliche Lösungen. Wir stehen für technologische Innovationen. Wir sagen, CO2 braucht einen Preis, am besten weltweit. Dadurch entstehen ökonomische Anreize, CO2 zu vermeiden. Es entstehen Anreize, zu investieren in CO2-Vermeidungstechnologien. Und dabei sind zwei Dinge entscheidend. Erstens, es darf eben kein rein nationaler Preis bleiben, denn dann entstünden tatsächlich Gefahren von Wettbewerbsverzerrungen, von Verlagerungen. Und daher ist es gut, dass die Europäische Union beschlossen hat, den Gebäude- und den Verkehrsbereich in den Emissionshandel einzubeziehen. Das sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen. Was wir nicht brauchen, das sind zusätzliche kleinteilige Vorgaben aus Europa mit Blick auf einzelne Gebäude, wo, was, wann zu sanieren ist. Ich sage klar, Europa sollte davon die Finger lassen. Keine Zwangssanierung von einzelnen Häusern, das geht deutlich zu weit. Und der zweite entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, eine CO2-Bepreisung darf nicht zu einem reinen Einnahmeinstrument des Staates verkommen, sondern eine CO2-Bepreisung muss ein Lenkungsinstrument bleiben. Und das heißt in der Konsequenz, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die müssen wieder zurück an die Unternehmen, an die Menschen in diesem Land. Und je höher der Preis, desto wichtiger ist diese Rückgabe. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und wenn Sie das nicht beherzigen, dann werden Sie auch die Akzeptanz im Klimaschutz zunehmend verlieren.